Okay, es geht gleich los, wenn alles klappt. Wir sind jetzt live. Okay. Okay. Wir probieren das mal. Wir sind in Helsinki auf der Worldcon 75. Da ist Nico. Falls ihr nicht wisst, was die Worldcon ist, das ist die wichtigste Science-Fiction-Convention der Welt. Oder, Werner? Ja, hallo. Ich bin auch ein avid Worldcon-Goer. Das ist mein 12. hier. Aber ich bin natürlich eine ganz kleine Leuchte, wenn man bedenkt, dass der Worldcon schon seit 1900... Ein bisschen lauter reden. Seit 1939 ausgetragen wird und wir hier auf der 75. Ausgabe dieser Veranstaltung sind. Ja, wen haben wir denn da gerade gehört? Guck mal, das ist Werner Fuchs. Hallo Werner. Hallo Mairi. Genau. Und wir hoffen, dass das funktioniert mit dem Internet, aber es schauen 27 Leute zu und Leute kommentieren. Ich glaube, es läuft. Lass uns doch mal hier ein bisschen über die Messe gehen und ein paar... Ja, und ich wechsle mal auf die andere Kamera. Ja, da ist Erweiterung des Fuchs-Clans unterwegs. Und wir sind im Eingangsbereich der Worldcon. Machen wir uns doch mal auf den Weg rein. Wohin gehen wir? Das war dein Finger. Das war mein Finger, ja. So, ihr seid jetzt live auf YouTube. Beweis, Worldcon 75. Erzähl mal was über die Worldcon, Maggie. Was ist das denn für eine Veranstaltung? Das ist eine sehr traditionelle Veranstaltung für Science Fiction. Das ist nicht mit einer Comic-Con zu vergleichen. Hier wird Leuten nichts verkauft in dem Sinne. Natürlich gibt es auch Stände, aber hier geht es vor allen Dingen darum, das Fandom zusammenzuführen und Autoren treffen zu können. Also es ist eine sehr literaturausgerichtete Convention. Und es sind auch die großen Geister der Szene da und vor allen Dingen wird hier der Hugo Award verliehen. Also ich würde sagen, der wichtigste Preis im Bereich Science Fiction, Fantasy, Horror überhaupt. Wir hatten gestern einen Interviewtermin, Margie, möchtest du über den vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, wir hatten gestern einen coolen Interviewtermin mit einem doch recht gut bekannten Genreautor. Werner hat uns da den Kontakt hergestellt und wir haben das für Werner vor allen Dingen auch gemacht. Und das war George R. R. Martin, der übrigens unglaublich sympathisch ist in Realitas. Was mich freut. Ich finde es immer schön zu merken, dass die Leute, die solchen Erfolg haben, auch wirklich nette Menschen sind und ich ihnen das sowas von gönne. Und auf dem Boden der Tatsachen geblieben sind und kein bisschen elitär irgendwie eingebildet oder sowas. Ja. Ja. Und auch unglaublich geduldig, sitzt da ewig, um noch die ganze Schlange abzuarbeiten von Leuten, die eine Signatur wollen oder sowas. Sehr, sehr umgänglicher, ruhig gebliebener Mensch. So. Jetzt müssen wir gleich mal irgendwo Dinge vorzeigen. Händlerraum. Okay. Ja, der Händlerraum. Männchen. Okay. Das da ist Corinna Fuchs. Ich bin da. Oh, weiß ich nicht. Warum so früh? Weil wir jetzt gerade auf die Convention gegangen sind und dachten, wir probieren es einfach mal aus, ob es geht. Ja. Jetzt ist die Verbindung wieder besser. Erfahrungsgemäß wird das hier nicht besser mit dem WLAN, wenn es voller wird heute Nachmittag. Deswegen dachten wir uns, machen wir es lieber direkt heute Mittag. Ja. Ja, es sieht doch relativ leer aus. Ja. Und es ist auch nicht glitzy oder sowas. Und es ist auch nicht laut. Es sind wirklich einfach nur Menschen hier, die ihre Bücher und ihre Fandoms teilen. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr angenehm im Vergleich zu einer Comic-Con, wo man sich A, nicht bewegen kann und B, die ganze Zeit Leute einem versuchen, irgendwas zu verkaufen. Oder einer Computermesse, wo das Hintergrundgeräusch alles andere übertönt, kein Wort miteinander wechseln kann. Das ist halt so hier, weil das Buch, die ursprüngliche mediale Form im Mittelpunkt steht. Ja, als die Worldcon gegründet wurde, war es noch nicht so weit her. Gar nichts anderes. Und natürlich wird Werner alle 5 Schritte aufgehalten. Was passiert da gerade? Ich bin mir nicht, zeig doch mal da drauf. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab, guck mal, was da ist. Hinter dem Mann. Hier haben wir eine Persönlichkeit aus der deutschen Science-Fiction-Szene. Hallo. Sorry, wir sind. Entschuldigung, vielleicht sollte ich das vorher sagen. Wir sind gerade im Livestream. Also, ich habe ihn schon vorgewarnt. Ah, okay. Hallo. Hallo. Erzähl mal ein bisschen von dir und deinen Unternehmen. Ach, du liebes bisschen. Hier vom Worldcon oder was meinst du? Ja. Auch, warum bist du hier? Ich bin hier, weil hier wahnsinnig viele interessante Autoren sind und weil immer was los ist auf dem Worldcon. Also, gestern habe ich Robert Zimmerberg getroffen. Ja.
super. Ich habe mich echt mit ihm unterhalten können. Er hatte gerade Zeit. Wir haben wirklich so 10 Minuten geredet. Ja, ja. Wir kennen uns auch. Ja. Es tut mir leid, meine Kamera stellt gerade nicht scharf. Eine kurze Zeit lang für seine Kurzgeschichte. Ah, ja, okay. Nee, ich hatte ihn gefragt, ich wollte gerne einen Text von ihm haben. Hm. Warum macht sie das? Nicht. Ich weiß es nicht. Suchen wir sie mal. Nee, aber sonst ist halt großartig hier. Okay, wir wissen nicht, wie lange wir machen. Mal schauen, wie lange mein Handy das mitmacht, wie lange das Internet das mitmacht. Warum die Schärfe ständig sich ausschaltet? Und er ist unscharf. Also so richtig Werner. So, Werner. Gespräch hatten wir nicht, aber Werner ist schärfer. Er ist als Mensch einfach. Okay, ja, wollte ich nur wissen. So, wie in diesem Woody Allen Film? Der war ja schon 1970 auf dem Highcom. Ja, jetzt, wenn ich bei dem Bild habe, geht's. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir stromern mal noch ein bisschen. Ja. Vielen Dank. Bis gleich. The best of all the ages. Ist Star Trek Cosplay? Lass uns mal zu den Lego-Figuren gehen, ey. Oh ja, lass uns zu dem Menschen, der die geilen Lego-Pipis gemacht hat. Man hat irgendwie insgesamt den Eindruck, es ist so ein riesiges Familientreffen hier. Ständig erkennen alle Leute irgendjemanden. Willst du da die Hugo Awards zeigen? Hier ist eine Ausstellung von Hugo Awards. Ich glaube, der älteste, der hier ausgestellt wird, ist dieser hier. Der ist von 1941. Und jedes Jahr ist die Worldcon in einer anderen Stadt. Früher fast nur in den USA, inzwischen wirklich weltweit immer mal wieder verteilt. Deswegen sind wir hier gerade in Helsinki. Nächstes Jahr ist sie wieder in den USA, das Jahr drauf wahrscheinlich in Irland. Das wird gerade abgestimmt. Und jeder Austragungsort hat das Recht, den Hugo Award ein bisschen anders zu designen. Die Rakete bleibt immer gleich, aber das Drumherum ändert sich. Das hier ist eine Mini-Version, die tatsächlich mit ins Weltall genommen wurde. Die war auf der ISS. Das ist die kleine Version von dem hier. Das ist schon ziemlich cool. Heute Abend ist dann auch die Verleihung von den aktuellen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Modell aussieht, das dieses Jahr verliehen wird. Aber das werden wir dann spätestens heute Abend sehen. Okay. Weiter durch die Halle. Guck mal, da ist auch ein Wegweiser. Vielleicht können wir da mal kurz hingehen. Und von dieser Seite steht halt drauf, wo man hier was findet inhaltlich. Ah, jetzt wissen wir wenigstens, die Hugos werden unten verliehen. Verdammt mich, die Kamera ist heute echt irgendwie... Habe ich da einen Fingertappen drauf oder weswegen hat die Probleme, sich scharf zu stellen? Das kann sein. Ja, die Hugos sind also weiter unten und da wird auch getanzt. Es gibt die Masquerade, die Grand Masquerade, wo die Leute dann alle verkleidet kommen. Und hier auf der Rückseite sind tatsächlich einfach Welten drauf, die nicht scharf werden. So. Gallifrey, Magrathea, Pern. Freut mich auch sehr, dass das mit dabei ist. Könnt ihr mal gucken, wie viele davon ihr erkennt. Okay. Drei. Ja, die ich vorgelesen habe. In Billboard Session. Ja. Ah, okay, die. Okay. Da haben wir nämlich einmal die gesamte Scheibenwelt in Lego nachgebaut. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier lernt man auch die finnischen Namen der Scheibenweltcharaktere. Oh. Ja, zum Beispiel Matkatavara Luggage. Ich fand Ritkuli klang ja vorher schon finnisch. Das heißt ja, naja, eigentlich genauso. Ritkuli. Aber ich finde Kersanti Pico Perge ganz. Such a little bottom. Ich glaube, Kersanti dürfte das Sage sein und Pico Pere. Ja, ich denke auch. Oh, ist das süß. Die sind wirklich großartig. Oh, den Akbar, den muss ich eben auch noch zeigen. Den habe ich gestern gar nicht gesehen. Lego Akbar. Ja, man kann sich hier sehr viel begeistern. Ja, ich begeistere mich hier sehr. Das ist Nikos begeistertes Gesicht. Ich bin so begeistert. Okay, wohin? Ich weiß nicht, hier ist noch ein Convention-Modell aus Lego. Ja, mit anrückenden Daleks.
vor allen Dingen. Ah, das ist das Convention Center in Dublin, wo vielleicht 2019 die Worldcon sein wird. Und sie war auch schon mal da. Ganz viele Cosplayer. Ja. Okay. Hast du noch was zu erzählen? Das natürlich. Oder willst du noch weiter hier rumlatschen? Was habe ich noch zu erzählen? Ich fühle mich wirklich, wirklich wohl hier. Es ist eine, darüber gehen, ja. Es ist eine von den Veranstaltungen, wo ich sagen würde, hier würde ich auch wirklich gerne hingehen, einfach nur so, ohne... Was? Was? Ja? Ohne Kamera, einfach nur um es zu genießen. Es gibt hier haufenweise sehr, sehr spezielle Vorträge zu Astrophysik in der Science Fiction, zu verschiedenen Arten von Literaturformen, zur Geschichte der Science Fiction. Das sind halt eben wirklich sehr spezielle Sachen, Dinge, die man auf den meisten Cons nicht so findet. Und außerdem ist Helsinki tatsächlich eine sehr angenehme Stadt. Was für Vorträge hast du denn zum Beispiel im Programmheft gesehen, die dich interessieren würden, wenn wir die Zeit hätten? Wenn ich das jetzt wieder sage, dann beschimpfen mich die Leute als komischen Gutmenschen. Ich habe mich für Non-Binary People in Fantasy Stories interessiert. Okay, das war aber nicht alles, oder? Guck mal, da sind Menschen. Ich soll auf Menschen halten. Das ist aber auch unhöflich, ich weiß nicht. Das ist eine Menschenmache. Okay, dann gilt das nicht. Zum Beispiel auch, wie der Herr der Ringe Dr. Who beeinflusst hat. Ich finde das tatsächlich interessant, das mal aufgearbeitet zu sehen, ob da Verbindungen sind und welche. Ich nehme an, da sind Verbindungen, sonst gäbe es keinen Vortrag dazu. Zumindest hat irgendjemand welche gefunden oder wird uns sie darstellen. Okay, wollen wir dann erstmal den kleinen Rundgang beenden und arbeiten? Lass uns arbeiten. Okay. Ich drehe nochmal um zum Tschüss sagen, wenn mein Handy das mitmacht. So, jetzt. Yes. Das ist übrigens mein begeistertes Gesicht. Mhm, ja. Und das ist Nikos begeistertes Gesicht. Und vielleicht melden wir uns später nochmal, aber ich schätze, das Internet wird hier nicht stabiler werden, hier mehr Leute kommen und das ebenfalls nutzen. Immerhin, die Finnen haben an vielen, vielen Orten kostenloses WLAN, was ich sehr, sehr praktisch finde. Vielen Dank, Finnland. Ihr seid tolle Gastgeber. Gut. Macht's gut und bis dann.